Oh mein Gott, Leute, zieht euch das rein. Das ist richtig genial geworden, Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Was geht ab, Fly Gang? Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist ein wunderschöner Tag. Ich meine, gönnt euch mal diese Aussicht, gönnt euch dieses Wetter. Einfach nur Power. Und heute habe ich was ganz Spezielles vor. Oh mein Gott, Alter. Ihr glaubt nicht, was ich heute vorhab. Ihr glaubt es nicht. Aber vorher muss ich euch noch zeigen, wer heute zu Besuch ist. Ah! Jakob Michael! Yeah. Ihr habt's gesehen, Leute, mein Bruder und seine Wifey sind am Start, aber die werden jetzt erstmal zum Strand latschen. Da! Ihr seid extra voll vorsichtig raus, ey. Ehrlich? Ja, das habe ich nur gehört, wie ihr so leise rausgegangen seid und dann dachte ich so, mach ich nochmal eben schnell. Ah! Viel Spaß, tschüss! Okay, was habe ich heute vor? Ihr seht, mein Gras ist einfach brutal heftig lang, teilweise einen halben Meter lang. Und mein Bruder hat so eine Heckenschere mit, so eine Heckensäge, keine Ahnung, wie das heißt, ehrlich gesagt, mitgebracht und ein Rasenmäher. Und ich will versuchen, heute so ein Labyrinth irgendwie hier da rein zu sägen. Und dann werde ich versuchen, Shanti da durchzujagen und in der Mitte findet sie dann irgendwie ein geiles Leckerli oder irgendwas zu fressen oder sowas. Das Experiment ist einfach, wird sie da durchlaufen oder ist sie so schlau und geht einfach direkt durchs Gras durch? Und ganz ehrlich, Leute, that's genius. Wollen wir ein Spiel spielen, Shanti? Also Leute, ich zeige euch mal, womit ich das vorhab. Und zwar, kennt ihr so ein Ding, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das heißt, Busch, Säge. Das Problem ist an der ganzen Sache, dass das Kabel echt um einiges zu kurz ist. Aber ich habe hier schon einige Mehrfachsteckdosen. Ich habe nämlich kein Verlängerungskabel, ich habe Mehrfachsteckdosen, die ich alle aneinander hauen werde. Und mal gucken, ob das reicht. Beeil dich. So Leute, ich hoffe, das klappt, denn wenn nicht, lade ich es trotzdem hoch. Let's go! Oh mein Gott, Leute, zieht euch das rein. Das ist richtig genial geworden, Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Und man sieht es jetzt noch nicht mal so richtig. Wohl einigermaßen erkennt man das, ne? Aber wenn erstmal die Sonne so ein bisschen untergeht und das von der Seite scheint und der Schatten dann wirft, dann seht ihr erstmal, wie krass das ist. Also es ist teilweise echt ein halber Meter hoch. Also ich werde jetzt Shanti da reinsetzen und ich will einfach gucken, ob sie jetzt hier so zack, 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 bis da hinten durchgeht. Und da werde ich dann irgendwie ein Essen oder sowas hinstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde sie jetzt einfach 3 Tage lang nicht füttern, einfach Spaß. Sie hatte schon Essen, aber ich werde da dann einfach irgendwas, was sie richtig geil finden. Kommt Leute, welcher YouTuber gibt sich so eine Mühe? Welcher YouTuber hat überhaupt die Möglichkeit? Ich mache mir so eine Mühe, meinen Rasen 3 Monate lang zu mähen. In Deutschland würde der Nachbar schon sagen, Mami! Der Rasen vom Nachbar ist länger als unserer. Das sieht ganz komisch aus, Mama. Ganz ehrlich, Leute, smash den Like-Button, smash den Abo-Button, werdet Teil der Fly Gang, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Richtig crazy stuff. Werdet Teil von was ganz Großem. Wir überrennen YouTube. Fly Gang Power. Also, ich würde sagen, ihr seid ready. Ich bin ready. Shanti ist ready. Aber ich warte trotzdem, bis es ein bisschen dunkler ist, weil es einfach mega heiß ist. Und ich glaube, meine Kamera kocht gleich. 36 Grad und es wird viel heißer. 36 Grad. So, Leute, es ist soweit. Wir versuchen es jetzt. Und zwar wollen wir jetzt Shanti durchs Labyrinth jagen. Es ist jetzt ein bisschen später. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit. Ich hoffe, Shanti traut sich schon. Sie ist echt ein kleiner Schisser. Auch wenn sie nicht so rüberkommt mit ihrem heftigen Gebrülle. Ich würde man gerne aufmucken, ne? Aber eigentlich ist sie ein kleiner Schisser. Ich werde mich da gleich hinstellen und Essen da einpacken. Und Michael oder so wird Shanti da dann hinpacken und so ein bisschen kleinen Schubs geben. Und dann gucken wir mal, ob sie hier so straight durchgeht. Ich werde sie dann von da aus locken. Also 3 Optionen. Wird sie hier außen rumgehen? Wird sie durchs Gras gehen? Oder wird sie das Labyrinth schaffen, weil sie ein heftiger OG Shanti ist? Okay, Leute, es ist soweit. Epischster Moment auf ganz YouTube. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, hier oben abzustimmen, was ihr denkt, wo sie langrufen wird. Let's go!
Und sie hat nicht so, hättet ihr damit gerechnet? Ich hab damit definitiv nicht gerechnet. Schreibt mir das in die Kommentare. Lag mir richtig oder nicht? Wenn euch das Video gefallen hat, dann smasht auf jeden Fall den Like-Button. Abonniert den Kanal, werdet Teil der Fly Gang. Wir sehen uns morgen. Wie geht denn das, Alter? Ah! Man muss erst wahrscheinlich diesen Knopf hier drücken, um dann den hier zu drücken. Oh mein Gott, Alter. Most stupidest YouTuber Award goes to...